Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es ein Unboxing von Röder. Das Ganze ist ein 100-Euro-Gutschein. Vielen, vielen Dank schon mal dafür und ja, ich habe schon aufgemacht, damit es schneller geht und ich fange sofort an. Wünsche euch natürlich allen viel, viel Spaß. So, jetzt erstmal Verpackungsmaterial raus. Das kennt ihr ja alle. Ja, womit fange ich jetzt an? Ich greife einfach rein und das erste, was ich hier habe, ist natürlich der allbekannte Röder-Sticker. Den kennt ihr ja alle. Dann haben wir hier die neuen Böller von Funke, die A-Böller. Schöne Reibkopfböller. Da ist die Meinung natürlich unterschiedlich. Die einen sagen, die sind okay. Und die anderen sagen, nee, die werde ich mir nicht nochmal kaufen, deswegen habe ich sie mir einpacken lassen, um auch wirklich mal die Qualität zu testen, wie sie wirklich sind. Weil im Video kommt das teilweise überhaupt nicht so rüber wie in Live. Dann habe ich hier die Funke Frösche C. Haben mir so im Video am besten gefallen. Dann geht es weiter mit die Blasio Elio Cobra 6R. Auch Reibkopfböller. Ich kann hier mal einen rausholen. So sehen die ganzen aus. Sehr schönes Design. Der Vorbrenner hier, der soll ja richtig, richtig krass sein. Bin sehr, sehr gespannt auf den Test, Silvester. Und ich bin froh, dass wir mittlerweile auch solch eine Qualität in F2 haben. Dann geht es weiter mit die Blasio Elio Cobra 6 BP Silber. Beides zudem eine Neuheit 2018. Auch hier ein schönes Design. Diese mit Zündschnur. Bin sehr gespannt drauf. Dann geht es weiter mit die Blasio Elio Cobra 3 BP4. Die sollen ja sehr, sehr heftig sein. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann haben wir hier Fire Event, The King. Die Originalen mit der aktuellen Charge. Da bin ich gespannt, wie die jetzt auch wirklich so sind, weil einige waren jetzt nicht damit zufrieden. Die einigen sagen, dass sie etwas nachgelassen haben. Ja, deswegen habe ich sie mit einpacken lassen. Dann geht es hier weiter mit der Kamikaze von Pyro Factory. Wie ich finde, richtig lustige Böller mit 5 Crackling-Vorbrenner und dann dem Knall. Sind 10 Stück drin. So sehen sie aus. Und ich bin natürlich sehr, sehr gespannt drauf. Die Vorfreude für dieses Jahr ist echt richtig, richtig groß. Und ich hoffe, euch geht es genauso. Dann geht es hier weiter mit den Heron Crackling Balls. Eine Neuheit 2018. Ebenfalls eine Neuheit 2018, die Big Whoppers von Leslie. Da wird es jetzt auch einen riesigen Crackling Ball Vergleich geben bei mir. Die Xplode Crackling Balls habe ich ja noch zu Hause und dann bekomme ich noch von Katan ebenfalls die Crackling Balls und davon wird es jeweils einen Vergleich geben. Mal gucken, welche davon am besten abschneidet. Dann haben wir hier die Kanonenschläge mit Crackling Wolke von Pyroland, Detonation oder auch Bodmer. Haben mir auch sehr, sehr gut gefallen im Video. Dann haben wir hier die Color Thunder King von Pyro Factory. Sollen auch sehr, sehr heftig sein. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann geht's weiter mit den Sternenraketen von Funke. 10 Stück drin. Und ich muss sagen, für den Preis echt klasse Raketen, also eine absolute Kaufempfehlung von mir an euch. Ich habe sie jetzt am Wochenende auch live gesehen, also richtig, richtig geile Raketen. Dann geht es weiter mit dem Raketenpack Iron Pack von Gau. Da sind 3 20 Gramm Raketen drin, 2 15 Gramm Raketen drin. Und da ist die Meinung auch recht unterschiedlich. Die einen sagen, ja, heftige Zerleger, aber dementsprechend, was da rauskommt, nicht so berauschend. Ich bin gespannt auf den Test und freue mich natürlich sehr.
Dann zu guter Letzt haben wir hier die Funke Kamuro Mix. 25 mm habe ich auch live gesehen, hat mir recht gut gefallen. Deswegen habe ich diese mit einpacken lassen. Ja, das war es jetzt auch von dem Paket her. Ich baue jetzt alles auf und mache gleich ein Bild mit der Gesamtübersicht. So, jetzt habe ich alles aufgebaut. Das war der Inhalt des Paketes von Röder für den 100-Euro-Gutschein. Vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch allen natürlich eine schöne Vorfreudezeit und sage bis demnächst. Euer Pyrokreis Heinsberg.